Hallo, meine lieben Fußballfreunde, und seid ihr willkommen zum härtesten Grammatikquiz aller Zeiten. Grammatik, die Kunst des Schreibens. Jeder muss sie irgendwann einmal lernen. Aber nicht jeder ist gleich gut darin. Finde mit diesem außerordentlichen schweren Quiz heraus, wie gut du bist und ob dir am Ende sogar ein Grammatik und ob in dir sogar am Ende sogar ein Grammatikgenie steckt. So. Ja. Ich war auf Teste dich, aber da waren null schwere Tests. Und dieser Test ist einfach dann der schwerste, den ich so gesehen gefunden habe. So, wie viele Zeitformen gibt es im Deutschen? So, ich muss zugeben, diese Frage war die einzige, die ich mir auch eben angesehen habe. Es sind insgesamt, wie ihr hier seht, 15 Fragen. So. Also es gibt die Vergangenheit. Ist egal jetzt natürlich wie viele, aber es geht ja nur um die Zeitformen und jetzt nicht um alle Tempi. Also es gibt die Vergangenheit, es gibt die Gegenwart und es gibt die Zukunft. Das sind ja natürlich schon mal drei. So, wenn wir jetzt aber berücksichtigen, was alles dahinter steckt. In der Vergangenheit, da haben wir das Plusquamperfekt, das Perfekt und das Präteritum. Haben wir 3. Plus die Gegenwart sind wir bei 4. Und in der Zukunft gibt es 2. Also ist eigentlich die richtige Antwort 6. Wie viele Kommas gehören in diesen Satz? Bitte bring mir das Kleid, das ich in Paris gekauft habe, und meine roten, schicken und modernen Schuhe mit, damit ich sie endlich einmal tragen kann. 4. 4 Kommas. Was ist das Konjunktiv 2? Da erinnere ich mich nur so vage dran. Jetzt muss ich guck mal eben hier. Eine vollendete Vergangenheitsform? Ein Wort, welches eine Eigenschaft beschreibt, die in der Vergangenheit liegt? Ein Surialikum? Eine Form des Verbs, welche etwas Gedachtes, nicht Wirkliches beschreibt. Ja, das ist es. Wie lautet das Konjunktiv 2 von Backen? Erstmal, wow. Oh. Das Konjunktiv 2 von Backen. Wie ist nochmal das Konjunktiv 1 von Backen? Vor allem, es ist das Schwerste, möchte ich mal ganz kurz sagen. Aber es ist falsch geschrieben. Back. Also B-A-C-K. Back ist der Imperativ. Backhitte ist auch nicht. Das heißt, entweder ist es büg. Ich büg oder ich bug. Ich. Ich komme gerade nicht mit diesen CK und dann ist da auf einmal das K nur klar. Oder ist Backen ohne C auch ein Verb? Aber das ist mir nicht geläufig. Oh. Etwas Gedachtes. Ich werde das mal sagen. Wie lautet das Partizip 2 von Trügen? Partizip 2 ist, lass mich mal überlegen, okay. Hatte getrügt. Trügte. Habe getrogen. Hat getrogen. Hat getrügt. Was muss hier geändert werden? Sie schaute sich um, ob sie jemanden kannte und ging wieder weg. Und ging wieder weg. Weg schreibt man groß. Nee. Es fehlt ein Punkt am Ende. Das stimmt. Statt jemanden muss einen gesetzt werden. Sie schaute sich um, ob sie einen kannte. Das Komma vor dem Und muss weg.
Nein, dann es fehlt ein Punkt am Ende. Ich zähl mal eben hier. Ich zähl mal eben. Ich trinke mal eben hier was. Lies nur schon mal, ich mich schon mal eben die Frage hier durch. Ja, woher soll ich denn das wissen? Okay. Was sagt der Duden über Zählbarkeit von Substantiven, also halt eben Aufzählungen? Dass Substantive im Singular, wenn sie zählbar sind, grundsätzlich ein Artikelwort bei sich haben und dass Substantive ohne Artikel eine deutliche Ausnahme bilden. Dass Zählbarkeit klein geschrieben werden muss, da es ein Verb ist. Alles klar. Das ist schon mal falsch. Dass Aufzählungen ausschließlich zählbare Wörter enthalten dürfen, es sei denn, es handelt sich um eine unzählbare Konjunktion. Dass alle zählbaren Wörter groß geschrieben werden, wenn sie in der Mehrzahl vorkommen. Ich würde mal das hier eher sagen. In welchem Fall steht das Wort Bruder in folgendem Satz? Der Traktor fährt seinem Bruder über den Fuß. Dativ, Akkusativ, Genitiv oder Nominativ? Also Nominativ ist es schon mal nicht. Wem? Warte, ist es, wen fährt der Traktor über den Fuß? Wem fährt der Traktor über dem Fuß? Seinem Bruder. Wem? Und wem fragt man nach dem Dativ? Was ist ein Maskulinum? Eine deklinierte Maske, ein Substantiv mit männlichem Geschlecht, ein deutsches Wort, welches aus dem Latein übernommen wurde. Das stimmt eigentlich sogar. Oder ein männlicher Vorname. Also das erste und letzte ist schon mal Quatsch. Das Ding ist, Maskulinum ist ein lateinisches Wort. Aber es ist ja ein Substantiv mit männlichem Geschlecht. Maskulinum. Also ich antworte jetzt mal das hier. Vielleicht war es ein Fehler. Welcher Fall ist das? Des Pudels Kern. Des ist der Genitiv. Was ist ein Relativsatz? Ein relativ langer Satz? Nein. Ein Satz, dessen Wahrheitsgehalt relativiert werden kann? Nein. Ein Nebensatz, welcher dazu dient, eine Eigenschaft, eine Person oder eines Gegenstands anzugeben, der in Relation zu einem anderen Satz steht? Nein, das hier. Wie viele Nebensatzarten gibt es? Puh. Bitte was? Alter. Okay. Infinitivsätze, Relativsätze. Was? Alter. Beigeordnete Nebensätze, untergeordnete Nebensätze, übergeordnete Nebensätze, eigenständige Nebensätze, bin jetzt bei 6. Und weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich vielleicht nicht jetzt alle weiß, würde ich aber jetzt mal einfach auf 9 tippen. Was ist ein Konzessivsatz? Ein Satz, welcher ein konzentuiertes Nomen beinhaltet. Ein Satz, der durch eine Konzession eingeleitet wird. Ein Satz, dessen Subjekt im konzessuellen Akkusativ geschrieben ist. Ein Nebensatz, der eine Folge auf ein Ereignis beschreibt. Beim letzten bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Oh, weil er da ja auch Rechtschreibfehler hat, weil Ereignis wird ja groß geschrieben. Aber Folge, warte mal, oh. Ich bin mir da jetzt gerade echt nicht sicher, ey. Boah. Ich nehme es jetzt einfach mal, weil ich mir da jetzt echt nicht sicher bin. Konsekutiv. Da steht das Gleiche. Das heißt, das eben war falsch. Je nach konsekutiv. Ich
muss das gleiche nehmen, weil ich es eben falsch hatte. Welches der vier Beispiele ist ein eingeschobener Finalsatz? Eingeschobener. Okay, ich renne, um der Erste zu sein, sehr schnell. Ich renne, weil ich verfolgt werde, sehr schnell. Ich renne, seit ich verfolgt werde, sehr schnell. Ich renne, indem ich die Beine bewege, sehr schnell. Eingeschobener Finalsatz. Ich renne. Und jetzt final. Final ist ja keine Folge, sondern wie kann man denn Finale, das Ende? Also weil ist es nicht. Und um auch nicht. Das heißt, entweder ist es mit dem in dem oder seit. Und ich will jetzt mal das hier dann nehmen. Und das war's auch schon mit dem Quiz. Ich habe da jetzt eigentlich irgendwie gar nicht darauf geachtet, dass ich schon 15 Fragen hatte. Dann hat es das Grammatik-Quiz aller Zeiten Ergebnis. 72 von 100, ganz gut, dein Wissen ist solide, da kann man nicht klagen. Ja, ganz ehrlich, mit dem Ergebnis gebe ich mich doch zufrieden. Oh, ich hab gar nicht mehr auf die Fragen geachtet, muss ich zugeben, aber ich bin dann doch zufrieden. Ich bin doch zufrieden. Ich frage mich, was ich falsch habe. Mit Sicherheit habe ich mit diesen zwei Nebensätzen, da habe ich ja auf jeden Fall eins falsch. Ansonsten kann ich das jetzt schlecht einschätzen, muss ich zugeben. Vielleicht mit wie viele Nebensätze es noch gibt. Wenn ihr es genau wisst, welche ich richtig und welche ich falsch habe, schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare und gebt dem Video auf jeden Fall bitte einen Daumen nach oben. Unterstützt ihr weiterhin den Hashtag SpecialDezember2.0. Und morgen erwarten euch, oder morgen erwartet euch auch noch ein tolles Unterhaltungsvideo. Insgesamt gibt es jetzt ja noch für euch 3 Videos, genau. Und wenn es euch wie immer gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr auch immer zu meinen Videos, gerade jetzt zum Hashtag Special Dezember, die Videos eben, damit ihr da hingehend benachrichtigt werdet. Und mir nur zu sagen, euch einen wunderschönen Tag und bis dann, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal, und rein und tschüss.